die Ranken aber nicht sehen, oder? Die was? Die Ranken. Ranken? Nee. Die ich mache, hier, guck mal. Doch, doch, die sehe ich. Okay. Genau, wie so Tentakel. Die Leichen, die ich produziere, nicht sehen kannst. Ich sehe das immer, wenn ich dir beim Spielen zusehe, über die Parts, dass du die Leichen, die ich gerade produziere, überhaupt nicht sehen kannst. Ja, okay. Doch, bei mir sind die Leichen ein bisschen speziell hervorgehoben, ey. Die leuchten alle ein bisschen bei mir praktisch. No, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was diese Tentakel immer sind, ey. Ja, das ist meine. Mir die Augen geöffnet. Mein Hentai-Tentakel. Er darf in keinem Spiel fehlen. Okay, ich kann das nicht ansprechen. Ich mich darauf vorbereitet, oh, ich zitiere gerade die Sachen. Gesagt, es passiert nichts, wenn ich. Ich werde sie bis zum. Mein Charakter zitiert gerade hier die Sachen, die auf diesen Säulen stand. Ich werde sie bis zum Abend verwahren. Jetzt hast du die Tür angezündet. Oh Gott, Feuer. Nein. Oh nee, das ist nur Hologrammfeuer, das macht ja nicht mal Schaden. Ab von der Böck. Wir müssen schneller weg. Ab mit ich euch. Ich verdiene es zu brennen. Gemeinsam mit dem Rest. Wo ist Elias? Fort. Er sagte, Sanctuarius Untergang stehe kurz bevor und nur ich könne helfen. Er wird ein geringes Übel beschwören. Dann hilf. Er hat alles genommen, was er benötigt. Und dann meine Schüler. Er hat sie getötet. Er. So, what? Da. Ein Eidolon von Obey. Nein. Ich dachte, wir müssen gegen alle, die jetzt kämpfen, ey. Hab ich auch gedacht. Ah. Da ist ein Fieber von diesen Wirbeln da fern, Daniel. Die blockieren deine Fähigkeit. Ja. Und ich kann auch nichts sehen dann. Der hat mich eingeschwört. Oh. Oh Gott. Oh Gott, das hat sich getan. Nein, ich hab daneben gehauen. Da. Autsch. Aber der jagt die Dinger da doch. Boah. Der jagt irgendwann hier die ganze Zeit in der Luft damit. Mit irgendeinem Angriff. Diese Wirbel, glaube ich. Ja, dann die Luft, die Au! Warte mal, bin ich das? Ich mach die Dinger nämlich kaputt hier. Warte, geh mal weg da. Hey, diesmal sind wir nicht. Ich bin da gefangen, aua! Der jagt diese Wände die ganze Zeit in der Luft. Halt dich von den Wänden fern. Da, der tut mich hier die ganze Zeit einfangen. Ich kann da nicht raus, ey. Ja, diesmal nicht. Nein.
Oh, er hat mich. Oh Gott. Ey, er kommt nicht raus, ey. Schick den nicht kaputt. Oh. Ja, schnell krieg ich ihn nicht kaputt, ey. Meine Ahnung, geht auf ihn los. Ah, oh, Tränke, Tränke. Au. Oh nein. Das hat mich schon wieder eingesperrt. Ah, da kannst du auch nicht durchdüsen. Aber das wird wehtun. Ich will mich lieber heilen, wenn du einen Trank hast. Ja, deswegen. Ah. Ja, mach ich bereit nochmal zu sterben. Dieser Sack, ey. Ah. Haha. Oh, ich habe keinen Trank mehr. Nein. Ich glaube, ich bin tot. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Haha. Nein. Ist mein High-Move ausgewichen. Ich hätte mal drauf, Alter. Ah. Meine Ahnen. Mach den fertig. Ja, einer meiner Ahnen folgt mir noch. Oh, wir haben ihn. Alter. Das war jetzt scheiße. Ich war wieder eingesperrt, ey. Du warst fast tot, ey. Er hätte. Okay, mein Golem kämpft immer noch, ey. Der hört die Wände ab. Einer meiner Ahnen ist mir einfach nur hinterhergerannt, ey, anstatt auf den loszugehen. Das gesamte Wissen oh, Tagebuch. Soll unter den Kindern Lilith verbreitet werden. Und kein Geheimnis vor ihnen bewahrt. Oh, ich bin jetzt Stufe 50. Ja, ich warte noch, bis du Stufe 50 bist. Wir uns gemeinsam angucken können. Ja, der war heftig. Ich hatte auch keine Tränke mehr, gar nichts. Ja. Scheiß Wirbel eingesetzt, damit du keine Fähigkeiten hast, damit du dich schnell aus dem Ding befreien kannst. Ja. Also das war mal ein Gimmick-Gegner hier. Ja. Ah, wir haben es doch geschafft. Sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Bin ja wirklich drauf gegangen, dreimal. Na, so wie üblich. Na, raus hier. Wir müssten nach Cat Bodu. Hey, hey, hey. Ich schon wieder beim Schmied vorbeischauen. Warum ist denn alles dunkel? So, meins, und da war's. Abgemacht. Geld kriege ich eigentlich mal hier. 10.000 für eine Axt. Das ist schon eine Menge. Guter Preis. Und da war er wieder leer. Wo
weil ich habe mir, glaube ich, gestern beim Essen habe ich mir irgendwie, weiß nicht, einen meiner Zehen irgendwie ein Stück abgebrochen. Was? Ein Stück von meinen Zahn irgendwie abgebrochen. Was frustrierend. Alter. Was frustrierend ist, weil ich hatte letzte Woche einen Zahnarzttermin. So zur Kontrolle. Jetzt habe ich erst wieder im halben Jahr ein. Außer ich rufe da irgendwie so an oder so. Na, habe ich keine Lust. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe irgendwie so nach dem Essen gemerkt. Irgendwie fühlt sich mein Zahn komisch an. Oh, da ist ein Stück ab. Hast du Schmerzen, Daniel? Nee, nee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da ist jetzt ein Loch. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie so ein halbes Jahr irgendwie so unbeaufsichtigt lassen sollte. Ist das wohl nicht infiziert oder was weiß ich nicht alles. Kriegst du Tollwut. Muss ich halt ein halbes Jahr warten. Hey, Lorav. Der Abt und seine Gelehrten wurden von Leas ermordet. Haben wir ihn nicht gerade getötet? Was hat er genommen? Schriftrollen aus dem verbotenen Archiv. Er will ein geringes Übel. Ja, ich dachte, er meinte, was hat er für einen Stoff genommen? Was? Welches, verdammt? Wo? Oh, das wissen wir natürlich nicht. Oh, das Elias wissen wir nicht. Kann die Steppe mit Blut tränken. Aber ein geringes Übel kann den Kontinent auslöschen. Oder Schlimmeres. Kommt. Elias, ein bisschen bedrohlicher klingen. Beten wir, dass er uns zu ihm führt. Lasst uns anfangen. Wir haben keine Fragen mehr. Er schützte diesen Narren. Genba? Das ist Elias Werk. Aber wo ist er? Die Antwort liegt in seinem Magen. Jetzt kommt er also raus. Tada! Eine zarte Hand, die eines Adligen. Elias hat diese Kreatur nicht nur mit edlen Stiefeln gefüttert. Dieser Mann hatte Familie. Oder diese Frau. Dämonen müssen brennen. Das ist falsch. Ah, dieses Medaillon trägt das königliche Wappen des Herrschers von Gul'ran. Ehemaligen Herrschers. Natürlich. Das reicht, alter Mann. Den Toten zollt man Respekt. Man zollt ihnen gar nicht, solange die Lebenden bedroht sind. Nun hat Gul'ran dank Elias einen neuen Herrscher. Die Toten mögen. Jetzt sieht da leicht so ein Strick raus hier, diese irgendwie so unendlich lang sind. Nun gut, um Elias zu finden, müssen auch wir nach Gul'ran reisen. Kommt mir nach, und zwar rasch. Okay. Können wir den grillen? Oh, und meidet die Stadttore. Wie so ein gestopfter Truthahn. Dort werden wir Hilfe finden. Okay, trefft Lorav in Gul'ran. Wo ist das? Auch in dem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Was machen wir denn als nächstes? In dem einen Gebiet sind so irgendwie so drei Quests auf einmal. Aber das einzige Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das ist die Quest, die wir schon seit Ewigkeiten haben, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Durch das Lagerfeuer, sind das Lagerfeuer lieb. Das L-A-G-E. Wieder mal am Ende, also am besten. Kann ich mich denn nur vom Feuer wegsetzen? Ich will ins Feuer starren. Geht doch. Hallo. Hallo. Alright. Brum, 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 brum. Wieder auf in die Wildnis. In dem Land da hinten.
Kriegst du immer diese Schüsse? Ja, ja. Wieso kommen die denn von der anderen Seite? Die fallen ab. Ja. Ich sehe mal, wie mir so Schüsse entgegenkommen. Ich weiß. Die spalten sich in Teil und dann ja, kommen die zurück, ne? Wie sie jetzt halt so machen, ne? Ich komm, ich habe nur meine Armee wieder aufgebaut. Wir gehen ein bisschen auf Erkundungstour, weil alles hier so weit weg ist. So, ist das? Nein. Ich dachte, ich habe mal Altar wieder gefunden. Truhe. Oh Gott. Ah. So viele Sachen haben uns angestellt. Ist da unten eine Stadt irgendwo? Wegen des Komforts wegen. Ja. Was ist denn hier oben? Irgendwie ist die Karte da nicht. Geht da nicht weiter. Okay. Dieses kleine Gebiet. Dieser kleine Pass war irgendwie so ein eigenes Gebiet. Wir sind ja am Rand der Welt. Auf sie, Leute, auf sie. So. Eigentlich ist ja nix. Der war eingefroren in einer komischen Pose. Ah. Oh Gott! Hab ich da in eine Richtung geschleudert? Herausforderung: Der Mond schlechter ist beinahe erreicht. Nein, hier ist nichts. Das ist aus wie der Donen, der komische Fuzzi, dessen Sohn wir getötet haben, der zum Einhorn wurde. Ich sehe aus wie ein König. Wenn ich meinen richtigen Helm auf hätte. Ich habe noch nie einen König gesehen, Daniel. Ein Barbaren König. Für die Jumpscare gerade. So ein Typ mit so einem Pferd. Ja, das war ein Pferd, ey. So mythische Wesen, so wie Bären. Ja. Das ist ein Grizzly-Pferd. Oh, das ist hier.
Also wir beide 50. Let's go. Erfolg. Ich glaube, das wäre so ein Schatztyp. Ja. Den gehe ich los. Oh! Wo ist er? Der geblieben. Wo ist er? Da. Komm gefällt her. Oh, ich schnapp mir den, wenn ich im Blitz bin. Ich habe ihn. Ich muss noch mehr töten. Ich muss noch mehr töten. Ja, das gesagt, hier sind wir sogar wieder raus. Ich dachte, ich könnte die Klippe da unterschmeißen. Ja, das wäre schön, ne? Ah. Ah. So wehgetan. Ah. Ja, am liebsten mal leveln, aber nicht, während wir hier die ganze Zeit am Rumlaufen sind. Ja. Müssen wir jetzt überhaupt machen, ey? Wir müssen einen Weg weiterfinden. Weiß ich nicht. Der heißt einfach nur Horror. Wir müssen irgendeinen Wegweiser hier finden. Hier im Nebenquestgebiet, aber ich finde hier irgendwie nichts. Ja. Film gleich einfach nur so ein Typen, so ein Typen Wegweiser. Ja, immer hier entlang gehen, Leute. Oder wir spulen unseren Teil auf dem verschlungenen Pfad wandern, sucht den erhabenen Ort. Findet den Veracom Wegweiser auf dem Aufsichtspunkt. Das Gebiet irgendwie noch größer geworden, Alter. Na, muss ja wieder eine andere Quest. Hier in Derry, da, in der, das ist in der Nähe. Irgendwie sind, warum sind hier so viele Leute? Oh, das hier? Nee. Was ist das? Also nicht. Keine Ahnung. Wo waren wir denn noch nicht? Sammelobjekt. Ich hab irgendwas eingesammelt, Daniel. Ja. Halt. Oh. Was? Wo? Ich weiß nicht, der hat gerade gesagt, was ist das? Ich habe irgendein blaues Objekt eingesammelt. Ich habe so blaue Lichter irgendwie gerade am Boden gesehen. Konnte ich einsammeln. Ja, das ich auch, aber ich habe irgendeinen Questgegenstand gerade eingesammelt. Warum sind die denn schon wieder da? Erderschütterung am Boden. Ja. Dass wenn ich auf den Boden trete. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Zombie-Schlechter tötet 1000 Zombies. Ich habe gerade nichts getötet. Ja, ich sehe so blaue Lichter jetzt hier am Boden. Ich einsammeln kann. Ich
Ich habe irgendeinen Questgegenstand eingesammelt. Ich glaube, war das eine neue Quest, die ich da eingesammelt habe? Alter! Boom! Komm, hol dir deinen Status-Boni ab. Ich bin denn schon wieder da. Ich wollte gerade gucken, was für eine Quest das ist. Versiegelte Truhe. Sammelt Geisterenergie von Untoten. Ach, das sind diese blauen Lichter. Ja, ja. Ja, ich habe die Quest auch. Da lag gerade irgendwas, das habe ich eingesammelt und jetzt haben wir hier so. Weil das ist ganz witzig, wir haben hier ein blaues Feld innerhalb von einem blauen Feld auf der. Ja. Ich überlege gerade. Kleinen blauen Feld müssen wir irgendwie so einen Wegweiser finden. Ich brauche mehr Zeit. Nicht so gut versteckt sein. So, jetzt halt weg. Oh, da oben ist das. Da oben war das. Okay. Oh Gott, welche Quest ist denn das jetzt? Das ist da. Ah, da oben. Ah, jetzt müssen wir ja nach oben, wo wir einen Altar gefunden haben. Oh, da waren wir doch gerade. Okay, schlechter. Yay. Was weiß denn hier? Oh Gott. Wer ist er denn? Der hat keine Chance, das ist nur eine Elite. Der ist so. Ausgezeichnet. Und er ist schon wieder. Ja, ich musste das ja auch aktivieren. Also. Da machen wir den Kollegen noch mal platt. Ausgezeichnet. Geil, Quest abgeschlossen. Oh gut. Ist es hier sicher? Hier ist so ein Heilding, ne? Lass mal gucken. Ich will mal gucken, wie er mit dem Paragon funktioniert. Liebst du dieses Spiel, Daniel? Liebst du dieses Spiel auch? Ja, macht das Spaß. Man sollte eigentlich meinen, dass das voll wiederholend ist, weil wir immer wieder dasselbe. So, was ist das denn? Oh, jetzt haben wir so einen Skillbaum haben wir hier. Ja, du guckst hier gerade Paragon an, ja. Ja. Was nehme ich? Stärke oder Willenskraft? Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Du kannst das auch drehen, das Ding. Irgendwie. Mhm. Du musst hier irgendwie so einen Pfad auf ein Ziel zu hinarbeiten, sozusagen. Aber ist auch nicht so schwierig zu verstehen. Also, das ist schwierig, ne? Also. Das ist standardmäßig bei euch spielen. Du kannst halt aber auch, egal von, du kannst dir aussuchen, von welcher Seite du rein.
Also von rechts oder von der Seite. Okay, ich kann irgendwie nur... Das wird jetzt in Zukunft so laufen. Du, siehst du vielleicht hier bei deinem Level da? Da sind jetzt so komische Punkte. Wenn du deinem Level da guckst. Oben rechts? Über deiner Fähigkeitenleiste. Über meine Fertigkeitsleiste? Ja, über deine Fertigkeitsleiste, da siehst du doch dein Level und da sind jetzt so Punkte in der Erfahrungspunkteleiste, wie viele Erfahrungspunkte du hast. Ja. Also, das ist jetzt, wir kriegen jetzt keine Fertigkeitspunkte mehr, sondern wir kriegen Punkte jetzt für Paragon. Paragon-Punkte, ja. Ja, und pro Level, also in ein Level kriegen wir so einen Punkt, den man drei bis vier Punkte. Den wir hier reinpacken können, ja. Ich habe jetzt nur so drei Sachen, die ich hier auswählen kann. Die sind alle unten. Genau. Ich habe so einen Startknoten unten. Da sind so drei, die da drum sind. Und dann habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, wie das aussieht. Das sieht aus wie so ein Raumschiff ein bisschen. Genau. Ja, im Prinzip schon, ja. Und ja. Und dann ist bei mir ziemlich einfach, was ich hier wählen kann. Entweder ich nehme eins unten rechts oder unten links. Oder ich nehme das oben in der Mitte. Ich habe da oben in der Mitte genommen, weil das Stärke ist. Das Stärke. Rüstung. Ja, wie gesagt, kriegen wir dann gar keine Fertigkeitspunkte mehr. Das sieht schon bei mir so aus hier, wenn ich da links gehe, dann mache ich irgendwie so ein Tank-Bild. Wenn ich nach rechts gehe, mache ich mehr so Schaden. So. Auf der rechten Seite kriege ich als Stärke, links kriege ich HP, Rüstung oder sowas. Das merkwürdig, wir sollten eigentlich noch Fertigkeitspunkte bekommen können. Ja, kriegen wir aber bestimmt noch. Weil ich habe das ja mit dem Skill-Kalkulator da ausgerechnet gehabt. Wir sollten eigentlich noch nicht die maximale Anzahl von Fertigkeitspunkten erreicht haben. Ja, weiß ich nicht. Nein, nur weil ich jetzt keinen gekriegt habe, als wir aufgestiegen sind auf Level 50. Ja, vielleicht kriegen wir noch einen, wenn wir Level 51 werden oder so. Wir kriegen jetzt hier also so viele kriegen wir jetzt nicht mehr, aber wir sollten noch welche kriegen eigentlich. Oder? Paragon-Punkte bekommen wir jetzt hier so drei in diesem Level, so wie ich das jetzt verstehe. Drei pro Level. Ja. Ich habe das Gefühl, das wäre aber besser. Paragon-Punkte sind mehr so Werte. Ich finde, das wäre ein bisschen besser so. Ja, und dafür sind auch hier muss ich ja sagen, dafür sind auch die Albtraum Dungeons, also die nächste Schwierigkeitsstufe ist ja Albtraum. Und wenn du die Dungeons auf Albtraum machst, dann kriegst du so Glyphen, die kannst du in die Sockel von dem Paragon. Ah, da unten die Dinger. Ja, genau. Hier steht hier zum Beispiel Glyphen. Haben wir schon ein paar anscheinend, ne? Hier wird so ein weiß paar. Kampferprob, ja? Ruin, oh. Schlechter, Stärke. Die sind bei mir blau so am Leuchten. Unten. Ah, okay, ja, stimmt, genau. Ich kann aber nichts machen. Gut. Also wieso, weil so Standard irgendwie so Rollenspiel irgendwie. Ja, weiß nicht, ob das Standard ist. Oder ist irgendwie so ein Ding. Dann arbeitet sich irgendwie so ein Baum hinauf oder so ein Brett oder was weiß ich. Ich meine, sowas habe ich irgendwie schon mal bei früheren Diablo-Teilen gesehen. So, oh, hier ist eine Truhe. Das kann gut sein. Also, was ich so irgendwie so am Gameplay gesehen habe, da meine ich, ich habe auch mal irgendwie gesehen, wie so ein Skillbaum irgendwie sowas hier aufgeploppt ist. So was war vor. War noch nicht mal Diablo 3, aber glaube ich schon Diablo 2 oder so. Vor vielen, vielen Jahren. Na gut, ich bin fertig. Ich habe nur einen Punkt. Hier kann man ja auch wieder umskillen. Ich bin gerade auch wieder rückerstattet. Ja, kann man auch wieder, immer wieder zurücksetzen. Ein Torknoten könnt ihr. Ah, verdammt. Ich aktiviere. Ich gehe da mal auf den Schaden. Ich noch mehr Schaden machen. Ja, Daniel, wo bist du? Bin hier unten.
Meine Leute sind schon alle hier. Ah nee, es ist gar nicht du. Bin ich nicht, du. Wir haben nur so Skelette und so ein Golem gesehen. Ja, ich weiß. So, so ein Moment. Jetzt werden wir noch stärker und noch mächtiger. Da sollte man noch so 6 Fertigkeitspunkte haben. Zur Verfügung. Ja, wir kriegen ja noch einige durch so Ansehensbelohnungen hier. Wenn wir Quests in verschiedenen Gebieten erledigen und so. Das kann sein. Ja, Regionsfortschritt. Sind wir, glaube ich, sogar nah dran bei dem einen Gebiet. Kriegen wir noch einen. Werden wir ja sehen. Ich hatte nämlich noch Fähigkeiten, die ich maximieren wollte. Und ich hatte das ausgerechnet. Ich hatte das mir auf den Kalkulator durchgerechnet. Ich habe eigentlich genug Punkte. Sollten eigentlich genug Fertigkeitspunkte existieren. Ja, Regionsfortschritt. Tockengebiet. Hat abgeschlossen. Ich raume euch alle weg. Jetzt macht er mit dem Kalkulator. Und ich habe gerade irgendwie spontan meine Sachen geändert. Ja, da wird ja die maximale Anzahl von Fertigkeitspunkten zur Verfügung gestellt bei dem Spielteil. Naja, ich weiß, ich weiß. Ich bin halt nicht so ein Genie wie du, Dan. Ich bin nur ein Otto-Normal-Mensch. Gerade so. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann meine Suppe nicht mit einer Gabel essen. Nicht? Boah, meine Nachbarin ist schon wieder K.O. kam singen. Also, wie geht das dir? Quest abgeschlossen. Der ist Level 28. Warum läuft denn der hier schon rum? So, ich habe die Quest jetzt hier abgeschlossen. Hallo. Hi. Ich hab's gerechnet, jetzt schon wieder singen. Daniel, ich glaube, das ist was Schlechtes. Lockige Klippe. Oh. Hast du die Quest hier abgeschlossen? Ja, nein, ja, habe ich. Okay. Dann muss das Schwert hier aufheben. Ist kein Schwert. Okay, ich habe ja Beins hingelegt. Okay. Dann lege ich das noch mal hin. Ich brauche das nicht, ich habe genug Zeug. So, ich habe Platz wieder. Aua! Ich weiß, wie das aussieht. Der Weg jetzt kommt ja einfach runtergelaufen, dann ist schon hier voll die Party am Steigen mit meinen Toten. Was ist mit deinen Toten? Ja, ich stell mir vor, du kommst irgendwie so die Ecke runtergelaufen, dann ist irgendwie so 3 Tote, die da am Rumtanzen sind. Ja. Aber dein Charakter ist das schon gewöhnt, ne? Ich bin schlimmer als geworden, ja. Mach Platz für meine Ahnen. Dün, 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 dün,
Das ist doch der Quallentanz-Move-Guy. Ja, ja. Ich muss warten. So, finden wir hier irgendwo mal einen Teleportpunkt? Ich glaube nicht. War ja der einzige, der hier rumlief. Okay. Auf dein Skelett los. Ja, das. Ja, das wagen uns beide zu ignorieren. Oh, da oben ist eine. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Da haben wir schon wieder eine Sackgasse, da muss auch irgendwas sein. Was ist denn hier los? Ich glaube, das war, wie heißt der, wie heißt der jetzt nochmal? Kupka. Ja. Titan. Ja, ja. Ich glaube, das war ein Druide wahrscheinlich, sein Ultimate oder so. Das sah aus wie der Angriff von. Ja, ja. Oh, hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre was. Nein. Wo laufen wir überhaupt hin, Daniel? Hier sind irgendwo Quests. Ich mache hier immer so ein paar Abstecher, aber ich denke, hier ist irgendwas. Wo bist du? Warte, wo waren meine Geister? Ich bin gestürmt und meine Geister waren nicht da. Ich muss warten. Mein Gott, der Typ, der tötet alles, ey. Boah, ey, wo bist du denn jetzt schon wieder? Da. Wir sind lauter Spieler, ich verwechsel die ganze Zeit mit dir, ey. Kannst du es wagen, ich bin einzigartig. Ich kann! Vanix hat ja eine Freundschaftsanfrage gesendet, was? Was mit Jahren, Alter? Das ist ein seltener Wahnsinn, Digga. So, was müssen wir denn hier machen? Du hast dich wohl beeindruckt, Daniel. Okay, Berg die Axt von Rekor. Oh, da ist diese Quest, die wir schon seit Ewigkeiten haben. Alter, was ist das hier für ein Massaker, ey? Ich will auch. Sind das hier alles? Ich kann nicht mehr tragen.
Na, no, nein, ich bin voll. Scheint haben wir gerade gegen Succubus gekämpft, aber ich habe nichts erkannt. Ich mach wieder ein paar Sachen fallen lassen, ich bin schon voll. Beeindruckend. Schützerschild. Oh, hier ist die Axt. Okay. Kaputte Großaxt von Rekor. Also ja auch. Ja. Okay. Gut, dann ist noch irgendwas hier. Unheilvolle Hingabe. Wir machen eine Woche, die müssen wir wieder abgeben. Da müssen wir wieder zurück. Okay. Ich glaube, ich hatte gerade irgendwie so eine. Okay. Kämpfen nicht. Ich habe jetzt keine Geister, die mit mir stürmen. Ich wohl irgendwie was ausrüstungsmäßig gehabt, was das hochgelevelt hat. Ja, die ganzen Gegner hier. Ja, die chillen einfach. Ha! Schon wieder. Schon wieder Intelligenz. Intelligenz ist gut, dann. Ja. Ich war ein anderes. So, wofür sind jetzt die Schreine von Lilith wichtig? Du hast auch irgendwie gesagt, die sind wichtig. Für die Paragon. Das habe ich gehört. Ich verstehe das auch nicht, um unsere Werte zu erhöhen halt. Ah. Ja, okay. Passiert denn der Paragon auch da? Die meisten die ganzen Werte da. Ja. Ja, Werte irgendwie sind immer gut. Ich kann nicht mehr. Boah, ich bin schon wieder voll. Partisanenrüstung. Sehe ich aus, als bräuchte ich ein Schild. Ich bin all attack. Ah. Ich kann nicht mehr tragen. Schon die nächste Quest. Ich habe so viel Zeugs hier. So. Ich dachte, er ist erstanden, Jan. Warum seid ihr allein hier draußen? Ich habe nur Pech. Wir haben ausgelost, wer diese Schicht übernimmt, und ich habe schon wieder verloren. Beim letzten Mal habe ich es fast nicht nach Hause geschafft. Ja, die Bezahlung ist gut, aber was nützt mir das, wenn mich die Untoten verspeisen? Ich werde die Leichen einfach was essen. Was bedeutet das? Ich habe keine Lösung. Warum sind hier so viele Untote? Weil ich hier bin. Ich will nur eine ruhige Schicht. Wenn ihr mir dabei helft. Warum ist diese Welt so böse? Sind hier so viele Untote? Okay, dann gehen wir mal da rein. Irgendwas ist da. Alsura. Oh, was ist das denn? Wegpunkt. Oh, Gott sei Dank. Da. Okay. PvP-Ereignis.
Steht bei mir oben rechts. Schon, oh Gott. Wenn sich einer mit uns anlegt, machen wir fertig. Lass mich aber sicherheitshalber ein paar Sachen vielleicht schmieden und verkaufen. Okay, reden wir mit dem erstmal, ne? Wie kann ich beim Wiederaufbau Sanctuarios helfen? Mit einem Ziegel nach dem anderen an. Das glaube ich. Und große Werke ziehen noch größere Belohnungen nach sich. Genau. Trefft uns am verlorenen Monument, um mit dem Wiederaufbau dieser Welt zu beginnen. Okay. Wenn du was sagst. Ich gehe jetzt erstmal shoppen.